Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Jasmin ist auch mit dabei, logischerweise. Ja, hallo. Du, sage mal, ich würde ja gerne meine Basis auch weiterbauen. Dafür brauche ich aber wieder Stein. Ich brauche auch alles. Damit ich auch Zement machen kann und Cobblestone. Holz habe ich, glaube ich, auch nicht mehr viel. Nee. Ich habe unten in meinem Keller, in meinem Basement, habe ich eine Kiste, da steht Beton drauf und da sind noch insgesamt 10.000 Holz. Also bei meinem Beton habe ich 10.000 Holz. Und das war's. Bei deinem Beton? Ja. Deswegen würde ich sagen, wir gehen deine Quest machen bei Nacht. Und sammeln unterwegs noch Stein und alles? Ja, warte kurz. Muss mal eben kurz gucken, was ich hier noch wegpacken muss. Damit ich nicht gleich so voll bin. Weil ich kann, meine Quest kann ich ja beim Händler nicht abgeben. Die faule Sau hat ja schon Feierabend, Jasmin. Kannst du dir das vorstellen? 22.22 Uhr und der sitzt zu Hause und trinkt einen Tee? Pff. Unerhört. So wird er ewig selber im Laden arbeiten müssen. Da kriegt er keine Angestellten. Mit der Arbeitsmoral. So, das habe ich. Was machst du jetzt kaputt? Hier den Müll weghauen so ein bisschen, solange wie ich auf dich warte. Achso. Ja, ich brauche Essen und Trinken ja auch noch. Ja. Brauchst du das? Ja. Kannst du nicht ohne Essen leben? Nein. Das ist aber schwach. Er kann das schon. Ich. Deine Liebe reicht mir zum Leben. Oh Gott. Kotz. Widerlich. Was ein Arschkriecher. So, dann packe ich das erstmal alles hier drin. Nimm mal genug Geld mit wegen der. Ach nee, zum Händler kommen wir ja noch gar nicht. Was meinst du für den Händler jetzt? Ja, aber. Ja, da fahre ich tagsüber einmal ran. Ja, wegen. Ich brauche noch einen Tausammler. Ja. Da würde ich dann tagsüber, wenn es wieder hell ist, würde ich da einmal hinfahren. Würde auch gerne mal ein bisschen unsere Kiste entrümpeln. In der Kiste sieht es aus wie auf dem Schrottplatz von den Rudolfs. So, haben wir noch Wasser hier so ein bisschen? Nee. Du hast gesagt, da gibt es alles. So. Sah aus wie ein Schniedel. Jetzt könnt ihr schon mal. Schniedel? Was? Sir Patrick. Was? Sir. Wer? Was, Sir? Achso, Wasser? Okay. Ah, hier meine Ernte könnte ich mal ernten. Wo bist denn du jetzt? Immer noch an der Hütte nebenan. Ich warte immer noch auf dich. Ey, jetzt hat die Hunger jetzt schon. Moin. Oh mein Gott, bist du doof oder was? Aber nicht den Boden hier wegkloppen, ne? Ey, kannst du dich nicht vorher anmelden? Alter Schwede, ich hab den Schreck meines Lebens gekriegt. Jasmin, bitte nicht auf den Boden schlagen, ja? Den scheiß Bräune hier. So, Richtung deiner Quest. Mir zeigt er gar nichts mehr an. Denn hast du die Quest nicht aktiviert? Da ist ein Hirsch. Jo, warte. Den hole ich ganz human. Jupp. 1A Kopfschuss. Ich kann die auch nicht mehr nehmen, weil ich die ja abbrechen musste wegen dir. Ins Grotum. Hä? Letztes Mal.
Oder kann ich die Quest nicht, weil ich... Nee. Warte mal. Jetzt verwirrst du mich aber. Du hattest doch... Das haben wir abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Gefailt. Oh, ich habe gar keine offenen Quest mehr. Ja, ich auch nicht. Hm. Ich hab auch keine Ahnung. Weil du letztens gesagt hast, ich soll die ablehnen. So, dann haben wir die technischen Probleme auch gefixt. Ich hoffe... Oh, das wäre so ärgerlich, wenn das wieder so ein Ding ist. Ich habe hier Pegel. Ja, richtig an reingebrüllt habe ich da jetzt nicht. Aber richtig an eine Kurve. Ja, dann haben wir gar keine Quest. Ja, ich mir über die Marmel zugeschüttelt. Ne, wenn ich jetzt wieder Ausschlag... wenn ich Ausschlag habe... Wenn ich wieder... Wenn ich wieder ein... Wenn OBS wieder anzeigt, dass du aufnimmst, aber dein Ton gar nicht dabei ist. Ist das anstrengend zu hören. Ja, ich wüsste nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass ich klinge, als hätte ich Krätze oder... Ja, hat es jetzt nicht besser gemacht, ganz ehrlich. Nein, ja. Echt nicht? Ich hab versucht, mir den Pimmel richtig gut zum Schreiben, ne? Da hab ich mir aber richtig einen reingemarmelt. Läuft die Butter vom Fisch, oder zeig ich dir aber. Butter. Die Butter vom Fisch. Mhm. Ordentliche Fischbrötchen dort. Mit Ketchup. Ketchup. Was gehört für dich auf ein richtiges Fischbrötchen? Zwiebeln und Knoblauchsoße. Und Fisch. Und Fisch. Okay, mehr nicht? Nö. Also für mich gehört auf ein Fischbrötchen, du hast nicht gefragt, aber ich sag's dir trotzdem. Ich will es auch gar nicht wissen eigentlich. Hähnchen? Ketchup? Röstzwiebeln? Ich wusste, warum ich nicht gefragt habe. Was denn? Weil da nur Kacke bei rauskommt. Wieso ein ordentliches Fischbrötchen, schön mit Hähnchen? Ohne Wollten Fisch? Wolltest du jetzt hier irgendwie was gucken oder wolltest du jetzt da abbauen? Ja, nö, nö, wir wollen gucken hier, wir brauchen Mats. Ey! Der ist so nervig, ey. Was, wer? Du. Wer, Jasmin? Ich stehe hinter dir. Ich bin auf deiner Seite. Ja, du sollst selber deine Sachen abbauen, Alter. Okay, ich nehme den Bordstein. So. Das macht Spaß. Wieso hat denn der viel mehr HP als das hier? Weil das Beton ist. Ja. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wie oft musst du denn da raufschlagen, ey? 8 Mal. Echt? Ja. Wieso, wie oft? Ich nur 3 Mal oder so. Was? Warte, ich geh mal zu den anderen hier. Das will ich sehen. Hast du eine andere Spitzhacke als ich? Ja, gut, du hast ja auch die gute Spitzhacke. Warte, hier ist schon alles kaputt. Hier noch nicht. 1, 2, 3, 4. Ja gut, deine Spitzhacke ist auch viel besser als meine. Ja, meine halt. Dann lass mal, wo können wir denn... Wollen wir mal rechts wieder lang gehen? Wir waren da hinten schon länger nicht mehr. Vielleicht gibt es da wieder Loot. Ich habe einen Rucksack gefunden. Ich habe irgendwas gehört. Gott. Wo denn, bei dir? Ja, ein Wurm. Ach so. Ich glaube, das ist einer von diesen komischen Chernobyl-Regenwürmern. Der hat hier auch einen in den Marmel gebechert, du. Der hat aber richtig Pegel, Jasmin. Richtig Pegel. Na, hier Mülltonne, Kaffeesamen. Brauchen wir die? Habe ich mitgenommen. Gern geschehen. Hier brauchen wir nicht reingehen. Hier ist leer. Ich guck mal eben hier so in westlicher Richtung in die Häuser. Ist dir mal aufgefallen, dass hier gar keine Zombies unterwegs sind? Noch nicht.
Den können wir nicht looten, aber den können wir abbauen. So. Schöne mechanische Komponenten und dickes Rohr habe ich, Jasmin. Ja, das weiß ich. Danke. Wo bist du jetzt hin? Westliche Richtung. Ich baue ein Auto ab. Ich müsste mir mal eine neue Schraubzange machen, denn wäre ich bei Stufe 2. Ich habe noch eine 1er. Wo bist du denn? Hier, wo ich die ganze Zeit war. Achso, ja, ja gut. Hier ist nämlich viel Bruchsand und so. Kondeminiert. Das hat nichts zu heißen. So kann ich das nicht richtig abbauen. Aha. So, der Laxipantoffeln an. Jetzt wäre ein Bogen nicht schlecht, damit ich keinen Krach mache, ne? Toll. Hm? Was? Und er schießt einfach drauf los. Ja, ich hatte doch einen Schalldämpfer, oder? Hat man voll gehört. Ah, stimmt. Ich habe auch keinen Schalldämpfer. Aber ich könnte einen haben. Achso, das war dein Baum. Ja. Ich dachte gerade, was kommt denn jetzt auf mich zugerannt? Oh mein Gott, es kommt direkt auf mich zu. Noch ein was gehört. Wie sparsam ich mit der Munition wieder umgehe. Bist du jetzt da im Haus oder was? Ja, ich wollte nur mal gucken, ob hier wieder Loot ist. Oh, ein Kochbuch. Und ein dicker Maiskolben. Bist du drin, ne? Ja. Möchtest du auch rein? Nee, ich höre hier irgendwas. Bei dir oder was? Ja. Ja? Nee, alles cool. Das war nur Fred und Joe. Die haben nur ein bisschen was gepegelt, haben die da. Ja, ohne einen gebechert. Hi, komm doch rein. Nee, ich glaube, hier ist auch was drin. Hier habe ich auf jeden Fall Eisen, noch ein Kochbuch. Wo bist du denn? Hä? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hey, da, wo ich dir gesagt habe, komm doch rein. Hä, hey, ich dachte, wir gehen hier zusammen durch Dings. Durch den Schuppen. Den hier? Warte. Die alte Sau gehört mir. Silent Killer. Entschuldigung, Jasmin, ich habe meine 5 Minuten. Ich bin gerade ein bisschen Neues. Dumm. Was für eine komische Geräusch? Hörst du das auch? Nee. Doch, ja. Was ist das? Hä, was war das? Was ist denn das? Was, schon wieder? Hast du es gehört? Richtig merkwürdiges Geräusch. Was ist denn das für ein komischer Ton? Hast du ein Echo? Nee, nicht hier der Ton, so diese Kulisse, Musikgeräusche hier. Weiß ich nicht, ich hab nicht das, was du hast. Nee? Nein, ich hab nicht das, oh, was du voll hast. Voll eklig hört sich das an. So Grusel. Nee, bei mir ist total schön. Ich hab Barbies Titelmelodie im Hintergrund laufen. Ach, Gott, ey, warum rede ich eigentlich mit dem, ey? Hey, nein, ehrlich, dann habe ich nicht so viel Angst. Den Theme-Song. Warte auf mich, Jasmin. Endlich sind wir beide wieder auf Tour. Meinst du, ich wäre hier sicher? Ah. Da ist ein Grüner. Lauf, Jasmin, lauf. Das kannst du aber sowas von knicken. Alter, war das gruselig. Du bist nicht gelaufen. Respekt dafür. Wollen wir den Mähdrescher abbauen? Sorry, wer ist nicht gelaufen? Du. Wohin denn? Der zählt nicht wie so ein Auto. Ich weiß. Aber wo hätte ich denn hinlaufen sollen? Nur einfach weg. Der ist viel schneller als ich. Ja. Ey, diese Melodie ist ja echt gut. Aber ich hab dich ja beschützt.
Der furchtlose Retter. Ich mach das hier alleine, ja? Jasmin? Willst du mir hier irgendwas erklären? Ah, diese Melodie ist ja ekelhaft. Willst du mir hierzu was sagen? Nee, komm jetzt weiter. Hast du seinen Arm abgebissen? Vielleicht, ich hatte Hunger. Okay. Hey, genau, wir gehen auch wieder bei Nacht los hier, ey. Ja, wieso gehst du denn jetzt Richtung Wald? Da ist doch gar nichts los. Ja, wo willst du denn hin sonst? Ja, wir könnten sonst Richtung Bleimine oder Richtung Kohlemine. Wir können zum Nitrat hinlatschen. Wir brauchen erstmal Blei und hier Messing und Steine. Ich brauche immer noch 18 Bücher Erntewerkzeuge, damit ich den Erdbohrer machen kann. Habe ich ein Messer nicht auch dabei? Jetzt wird finitiert, Jasmin. So. Lecker. Kommt er her hier? Wer? Er hier. Frag ihn mal. Der hat sich bestimmt verlaufen. Und? Er konnte nicht antworten. Da hat er schon eine sitzen gehabt. Jasmin in der Öffentlichkeit. Entschuldigung, Ma'am, können Sie mir helfen? Ich habe mich verlaufen. Ja. Was wollte denn der Typ? Keine Ahnung, er hat erstmal eine geklatscht gekriegt. So ein kleiner Junge, weißt du? Oh, mein Spiel hakt. Warum machst du nichts? Oh, ich wollte gerade sagen, alles cool, Jasmin. Ich wollte nur die Spannung steigern, ne? Alter, ja, mein Spiel hat aber in dem Moment gehakt, du. War spannend? Nee. Nicht so wirklich. Spannend eher nicht so. Ich hatte Angst. Oh, ich muss hier mal einen Baum wegnehmen, du. Ich sehe auch gar nichts. Aber da kommt Besuch. Zu mir? Nee, weiß ich nicht. Nee, kommt nicht zu mir. Entschuldigung, Miss? Madam? Sie haben ihren Arm verloren. Jasmin, bring ihr doch mal ihren Arm zurück. Nö, ich hab ihn ja abgeschlagen, dann bringe ich ihr den nicht wieder zurück. Hast du sie mit der Axt erstmal, Nein, mit der Keule. Ah, mit der Keule hast du sie zerhackstückelt. Ich bin nicht zerhackstückelt. Der zerhackstückelnde Zerhackstückler. Ich hab den heiligen Reifen gefunden. Ey, Jasmin, heiligen guck mal, Reif? Ich bin Engel. Nein. Guck mal. Komm mal her. Nee. Doch, bitte. Nein. Doch, das sieht voll cool aus. Ja, das glaube ich dir. Ja, dann komm doch mal her, das musst du gesehen haben. Nein, Patrick, nein. Jasmin, du verpasst was fürs Leben. Ja, nee. Jetzt komm doch mal her. Das hat mit dir zu tun, da verpasse ich nichts fürs Leben. Was? Alter! Hast du das gehört? Nee, du. Mir ist gerade etwas zerbrochen. Du hast kein Herz, keine Sorge. Hier, komm mal her, guck mal. Ich habe einen Heiligenschein, ich bin ein Engel. Stehst aber schief drunter. So? Warum? Dafür habe ich dein Benzin geklaut. Alter, echt? Ich wollte gerade sagen, ich... Oh, ein Backpack. Eine verwitterte... Oh, schon wieder nur so ein Kochbuch. Ich brauche Erntewerkzeuge. Ich will nicht mehr mit der Spitzhacke Stein abbauen.
Sag mal, bei Bierland, ne? Da war doch irgendwas unterirdisch noch. Hm. Wollen wir da hin? Hallo. Bitte von unserem Privatgrundstück runtergehen. Dankeschön. Der Zaun hat einen Grund. Sie sind auf der falschen Seite. Einmal rüber. Danke, sehr gnädig. Die Füße bitte mitnehmen. Ja, Moment. So. Na, so wären wir uns doch einig, ne? Ich glaube, ein Teil ihres Körpers ist, glaube ich, gerade offline gegangen. Mhm. Da willst du rein, oder was? Mhm. Ich glaube, hier war richtig geiler Loot. Glauben es nicht wissen. Ich bin mir relativ sicher. Er ist jetzt einfach hier runtergegangen. Bist du jetzt runtergegangen? Ja. Holzkiste unberührt. Ich hab Angst hier unten. Da hinten steht schon eine, ne? Oh yeah. Hast du die nicht gesehen? Nö. Du hast auch noch eine Kiste, ne? Tool-Digist. Aber dies. Ich brauche alle Tool-Digist-Bücher. Burger. Gib ihr Pfeffer! Warte. Nein, oh, doch nicht immer schießen. Wir haben keine Muni, Mann. Ja, du hast sowas von recht. Schlag sie kaputt. Buschbär, komm her hier. Huch? Krieg ich gar nicht mit, dass ich hier im Chat bin. Also eben gerade hätte ich nicht helfen können. Du kannst so, so oder so nicht helfen. Nee. Bist du hier? Ja. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Du machst das, ne? Jetzt mal hier einen hinter die Rübebecher und da, da hau ich mir ordentlich wieder einen in den Marmel und dann gucke ich mal hier zu, ne? Kann man hochgehen? Warum? So. Oh, oh, hier oben ist ein Loch. Erhöhte Sicherheitsstufe. Boah, mit Anlauf habe ich eine gegeben. Der gehört dir. Oh, Alter Schwede. Das kriegt dich weggeschmettert. Ey, warum fliegen die bei dir so geil? Weil es kann, Mann. Ey, das sieht ja aus, du. Alter, richtig zerledert, du. Naja, du. Du Schissbolzen. Was? Der gehört dir. Ja, ich dachte, der ist. Gewesen. Ja, oh. Der sah so stark aus vom Weiten. Ich hab gedacht, der hat einen größeren Bizeps. Achso, und deswegen sollte ich den nehmen, oder was? Ja, ja, ich glaube, der hat Joghurt gegessen. Oh, hier, guck mal, Kohle. Oh ja, das brauchen wir. Oh ja, das brauchen wir. Ja, stell mal vor, der hat Apfelkompott gefrühstückt oder so, da habe ich doch keine Chance. So. Ey, hier ist viel Kohle, ne? Das ist Stein, du Jaffel. Hä? Nein. Auch mit. Mein Kohle-Stack füllt sich doch. Ja, ich hab Stein. Ich hab 1000 Kohle. Ich bin für dich. Jetzt sammle ich gerade Stein. Hä? Wir buddeln uns hoch. So. Ah, mal alte Traditionen wieder fortführen hier, ne? Ich hab noch irgendwo noch Kohle. Da. Stein? Braucht man ja auch. Ja, 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 ja. Nee, ich nehme ja auch mit, ne? Ich wollte nur gucken, dass wir von der Kohle auch nichts übersehen. Jetzt hinterm Monitor. Patrick, du Idiot! Wie kann man das übersehen? Hm. Alles schwarz! Oh, meine Spitzhacke ist bald kaputt.
So. Was denkst du, wie lange können wir hier in der Mine Löcher buddeln, bis die einstürzt? Weiß ich nicht. Da ist noch Kohle. Ja. Unten. Unten da. Da unten. Ja. Siehst du das nicht? Wo bist denn du? Hinter dir. Hi. Oh ja. Ja, aber holla die Waldfee. Hä? Ja, aber holla die Waldfee, wie kommst du denn wieder hoch? Das ist ja ein... Da findet sich was. Ich glaube, ich war hier schon mal. Oh. Erinnert mich irgendwie so dieser schwarze riesige Haufen so ein bisschen an den Kackerhaufen aus Jurassic Park 1 vom Triceratops. Der erstmal so 3 Meter große Kackerhaufen gemacht hat. Hm. Ich fand das dezent unverhältnismäßig. Ist trotzdem ein geiler Film. Geht, ne? Nee, ey, komm, Alter. Ich schwöre, ich verlass dich, wenn du das kritisierst. Hm. ist ja wohl Jurassic Park 1, 2, 3 und Jurassic World 1. Das sind ja wohl die geilsten Dinosaurierfilme, die je gemacht wurden. Jurassic World 2. 3. Boah, hier geht's noch weiter, Alter. So, jetzt haben wir gleich das Häufchen Elend hier abgebaut. Mei, oh mei, ey. So, wie bin ich auf die andere Seite gekommen letztes Mal? Hier heißt es, es ist verschlossen. Alles Bruchsand, ey. Aha. War ich hier drinne und. Oh, hier ist auch noch Kohle. Hallo Jasmin. Hallo. Na, wo bin ich? Hinter mir. Oben? Ja. Aber hier ist noch mehr Kohle. Na gut, dann bauen wir eben ein bisschen Kohle und Stein. Ja, wollten wir ja sowieso noch mitnehmen. Brauchen wir ja. Messing brauchen wir und Blei. Messing, Blei, Nitrat. Boah, hier auch noch mehr. Nitrat brauchen wir auch einiges, ne? Ist ja alles voll mit Kohle. Ist ja auch eine Kohlemine. Ja, wir brauchen unbedingt, oder ich brauche unbedingt Tools Digest, damit ich hier den Erdbohrer bauen kann. Habe ich eigentlich schon Schmelztiegel hergestellt? Ja, ne? Ja. Ja, klar. Ich kann weg. So. Aber ich gehe jetzt mal weiter gucken. Ja, warte. Du kriegst Besuch. Ja. Ei! Er ist die wahre Eule. Er hat seinen ganzen Körper gedreht und der Kopf blieb starr. Meine Güte. Jasmin. Was denn? Was war denn das für ein Golf-Move? Hm. War das denn 9er Eisen? Wir haben die, glaube ich, wir haben die gestört hier beim Futtern oder so. Ja, das sah eher aus, als hättest du die mit einem 9er Eisen weggeschlagen. Ach ja, Kohle abbauen. Wie habe ich es vermisst, hier in irgendwelchen Minen mit der Spitzhacke zu stehen und die Wände zu verprügeln. So. Irgendwo noch. Hier ist noch ein bisschen Kohle. So. Hier ist auch noch Kohle.
So. Ein Wässerchen trinken. Zumindest ist es gleich hell draußen. Ja, das heißt, wir können in der nächsten Folge eine Quest abgeben und dann neue Quests holen. Ja, ich müsste erstmal eine Quest haben, um eine abzugeben. Und wir könnten einmal zu Hause die Plünderkiste holen und alles verkaufen. Wäre halt eine Möglichkeit, ne? Aber auf jeden Fall zwei Questen machen, damit wir ein bisschen Messing kriegen. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Hallo Jasmin. Na? Ja gut, wir bauen ja die Kohle ab. Ist ja in Ordnung, du alter Stressbolzen. Kann dich gefühlt eh nicht weiter bewegen hier. So. Wie viel Kohle hast du denn jetzt in der Tasche? Das sag ich dir noch nicht. Knapp 3000. Wow. Alter, 3000? Bald 4. Du hast aber richtig reingeklotzt hier, wa? Alter Schwede. Fast 3000, ey. Hast du dich halt lustig, oder? Nein. So viel musst du ja erstmal haben, ne? Naja. Wenn du viel weniger rauskriegst als ich, wäre es nicht sinnvoll, ich hau die Kohle? Warum? Ich möchte meine eigene haben. Ach so, ja gut, wenn das jetzt schon wieder anfängt. Ey, du bist doch selber so ein Arsch. Was? Das tat weh. Wieso, wie viel Kohle kriegst du denn immer für irgendwas? Wenn ich das jetzt abbaue? Was soll denn jetzt schon wieder hin? Wenn ich jetzt so einen Kohleblock abbaue, ich bekomme, oder ich kann ja hier mal so einen Stein abbauen. Ich hab hier. So. Ja, ich kriege eine Menge raus. Also ich bin ja jetzt schon bei 6000, 7000 Kohle. 21 krieg ich. 50. 110. Ja, 110 Kohle. Steine habe ich fast 6000. Ja, da habe ich jetzt 5,5. Naja, so. Klein Moment, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Nahrung zu mir nehmen. Die ganze Arbeit hier macht anstrengend. Macht anstrengend. Macht erschöpft, weil anstrengend. Aber bei 8000 ist Schluss, ja? Mhm. Wir brauchen halt Messing und so. So, ich habe jetzt 8000 Kohle. Reicht das erstmal, ja, ne? Haust du da Eisen ab? Guck. Ah, sie ist auf der Suche nach Messing. Ja. Den seltensten Edelmetall dieser Welt. Und anderer Welten. So, ach komm, hier kommt. Die 9 mache ich noch voll. Ich bin ja schon bei 8,8. So. Ah,
das Eisen hier. Jetzt habe ich 9176. Das reicht ja wohl erstmal. Nein. Oh, Müll. Geil. Abwechslung. Boah, 19 Bretter und ein bisschen Maissamen. Mega. So. Das ist ja der Hammer, oder? So, gehe ich nochmal nach hier oben. Ach, hier kommen wir auch. Achso, ich dachte, wir machen die Tür jetzt auf. Dann kommen wir den gleichen Weg zurück. Vorgestern, da waren wir doch. Ist das hier eine Sackgasse? Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt bin ich hier im Kreis gegangen und davor war ich hier. Dann müssen wir nach oben. Hier unten ist eine Tür, ne? Ja, aber das ist ja die Tür hier. So, falsch abgebogen. So. Hä? Geht der denn jetzt hin? Nee, du musst nochmal hier zur Mitte, auf den rausspringen. Da ist noch Müll auf dem Boden. Ja, geh jetzt. Okay, denn hier? Und, hier war ich doch auch eben. Hä? So, und hier ist oben, wo wir eben rein sind und hier können wir wieder runter. Ja und? Was willst du jetzt hier? Ja, wir müssen ja erstmal gucken, ob es hier noch überhaupt einen Weg geht oder ob das hier eine Sackgasse ist. Ich weiß das nicht mehr, ich war doch hier schon mal. Nee, das ist eine Sackgasse hier. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Ich glaube, wir haben uns verlaufen, Jasmin. Müssen da auch. Ah, ah. Ja, aber das war doch alles hier viel größer, oder nicht? Aber wo bin ich lang? Vielleicht durchs Tor. Dann müsste ich ja hier durchgekommen sein. Hey, wo ist er denn schon wieder? Ich will nur mal was gucken. Sind wir nicht von hier gekommen? Hey, wir sind von oben gekommen. Wo bist du denn jetzt? Ich guck nur gerade, wir sind doch von... Naja, wir sind von hier gekommen. Hier ist doch dieser Kabuff. Ich glaube, das war schon die Mine. Da oben geht's auch noch weiter. Da oben geht's auch noch weiter. Ja. Ich glaube, da bin ich letztes Mal runtergekommen. Mhm. Wir können ja mal gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Aber das probieren wir natürlich in der nächsten Folge. Schaltet morgen gern wieder ein, wenn ihr dabei sein wollt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr seid. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Haut rein.